Wir von der AfD NRW haben bei Facebook einen Aufruf gestartet und wollten von Menschen, die unter dem neuerlichen Lockdown leiden, ihre ganz persönlichen Geschichten hören. Ihre Geschichten über Existenzängste, über die Beschneidung von Freiheitsrechten und die Einschränkungen durch die neuen Corona-Schutzmaßnahmen. Ich möchte euch mal einige Beispiele von diesen Zuschriften, und wir haben sehr viele als Landesverband erhalten, vorlesen. Hier ist zum Beispiel Jonas, 35 Jahre. Er arbeitet in einem Produktlager, welches Gastronomie-Systembetriebe beliefert. Seit kurzem, vor dem ersten Shutdown, sind wir in Kurzarbeit, weil der Absatz von den von uns Belieferten zwischenzeitlich bis zu 90% abgenommen hat. Ein großes Pizza-Unternehmen ist uns komplett weggebrochen. Die Kurzarbeit sollte eigentlich bis zum 1.11.2020 gehen. Doch durch den neuen Shutdown sind wir bis Ende Februar verlängert und weiterhin in Kurzarbeit. Momentan arbeiten wir auf 60% Basis. Ich frage mich, wie die ausgebliebenen Steuern durch die Kurzarbeit zurückgezahlt werden sollen. Mein Kurzarbeitergeld hat nicht ausgereicht, um noch Rücklagen zu bilden. Dann kommt ja zum 1. Januar noch die neue CO2-Steuer dazu. Ich frage mich, wie ich das alles noch bezahlen soll. Ich brauche mein Auto, um auf die Arbeit zu kommen. Das Geld, was ich jetzt habe, reicht gerade mal, um die Rechnungen zu bezahlen und um mich zu verpflegen. Tom, 62, schreibt uns: Ich schreibe, weil meine Familie durch den Lockdown in finanzielle Not geraten ist. Ich wurde zwangsweise mit 62 Jahren am 1.11.2020 in Rente geschickt. Meine Frau und ich aber haben jeder einen 450-Euro-Job. Das Geld haben wir auch dringend nötig, da wir unsere Verbindlichkeiten für das Haus sonst nicht mehr bezahlen können. Nun ruhen die Nebenjobs von mir und meiner Frau vorübergehend, weil unsere Arbeitgeber wegen des Lockdowns geschlossen haben. Unsere Tochter studiert. Sollte der Lockdown noch länger gehen, wovon ich ausgehe, kann ich meinen Verbindlichkeiten nicht mehr nachkommen und werde unser Haus verkaufen müssen. Dafür haben wir ein Leben lang gespart, auf vieles verzichtet und keinen Urlaub gemacht. Nun das mit dem Lockdown. Ich finde es nicht in Ordnung, dass die Familien so im Stich gelassen werden und dann noch gezwungen sind, alles zu verkaufen. Auch schreibt uns Jana, eine 52-jährige Frührentnerin: Leider bin ich, 52 Jahre, aus gesundheitlichen Gründen schon seit 6 Jahren in Frührente, muss allerdings noch auf 450-Euro-Basis als Fahrerin für geistig Behinderte arbeiten. Seit Geburt habe ich Asthma, das ich jedoch in den letzten Jahren sehr gut eingestellt hatte. Leider hat sich dieses sehr stark seit dem Tragen der Maske verschlechtert und ich muss wieder hochdosiert Cortison einnehmen. Seit ein paar Wochen habe ich nun einen Attest vom Lungenarzt und muss die Maske nicht mehr tragen, nur noch ein Visier. Am Anfang hatte mein Arbeitgeber nichts dagegen, bekam sogar ein Visier von ihm gestellt. Nach ein paar Tagen kam die Info vom RKI, dass das Tragen eines Visiers unhygienisch sei. Nun muss ich wieder eine Maske während der Arbeit tragen. Timo schreibt uns, dass er für eins der größten oder ein größeres Tattoo-Studio in NRW arbeitet. Er schreibt, das Hygienekonzept dieses und vieler, wenn nicht aller Studios übertrifft bei Weitem die Hygieneforderungen der Regierung. Beispiel: Es wird dreimal wöchentlich eine komplette Grundreinigung des Studios mit Krankenhausreinigungsmaterialien vorgenommen. Jeder einzelne Bereich wird mit komplett neuen oder gereinigten Materialien bearbeitet, um Kreuzkontaminationen auszuschließen. Stündlich wird jede Türklinke, jedes Teil, mit dem Kunden in Berührung kommen könnten, desinfiziert. Die Tätowierbereiche sind räumlich abgetrennt. Es werden für den Tätowiervorgang natürlich nur sterile Einwegkomponenten oder sterilisierte Komponenten verwendet. Im Empfangsbereich ist immer nur ein Kunde zugelassen, natürlich mit Maske und vorheriger Händedesinfektion. Mitarbeiter tragen ständig eine Maske und trotzdem müssen wir schließen. Berthold, 63, aus dem Bergischen, schreibt uns: Seit 1998 führte ich einen Catering-Service und habe mich schon beim ersten Lockdown dazu entschieden, in die Insolvenz zu gehen. Von jetzt auf gleich fielen mir die kompletten Einnahmen weg. Auch die Folgeaufträge für den Mai wurden alle abgesagt. Man stand quasi vor dem Nichts. Mit 63 Jahren bekommen Sie auch keinen Kredit mehr und die 9.000 Euro Soforthilfe wären ein Tropfen auf dem heißen Stein gewesen. Clemens, dessen Alter uns nicht bekannt ist, schreibt uns: Hallo liebe AfD NRW. Ich unterstütze Ihre Aktion, da ich als Asperger-Autist enorme Probleme mit Einsamkeit bekommen habe während der beiden Lockdowns. Die Regierung ignoriert uns. Nina,
schreibt uns, ja, meine Erfahrungen sind sehr schlecht. Fangen wir mal an, dass meine Mutter operiert werden musste und man nicht wusste, ob es gutartig oder bösartig ist. Niemand durfte ins Krankenhaus, niemand durfte bei ihr sein, als sie aufgewacht ist. Um ihr Sachen zu bringen oder sie zu sehen, musste sie rauskommen und man konnte nicht für sie da sein, als sie vor der OP Angst hatte. Man hat stundenlang auf einen Anruf gewartet, ob sie lebt oder nicht. Aber, und sonst wären wir nicht die AfD, NRW und die Partei, die die Meinungsfreiheit in unserem Land schätzt und hochhält, haben wir natürlich auch kritische Zuschriften erhalten. Und eine möchte ich euch nicht vorenthalten von Cassiopeia. Er oder sie schreibt, voll in die Fresse muss es geben vom medizinischen Personal an der Front, sobald dieses mal wieder etwas Zeit hat. Voll frontal für jeden Einzelnen, der die Fresse jetzt aufreißt. Hashtag AfD-Verbot jetzt sofort. Wir als AfD leugnen nicht, dass es sich bei Covid-19 um einen aggressiven, gesundheitsschädlichen Virus, der für viele Risikogruppen lebensgefährlich und lebensbedrohlich sein kann, handelt. Aber wir halten den neuerlichen Lockdown, der von der Bundesregierung und den Landesregierungen beschlossen wurde, für unverhältnismäßig. Gerade die Gastronomie, gerade der Gaststättenbereich hat viele Hygieneschutzmaßnahmen getroffen, um Infektionsherde zu unterbinden. Das Robert-Koch-Institut sagt zum Beispiel, dass von Gaststätten oder von Restaurantbesuchen keine erhöhte Infektionszahl zu erwarten ist. Deshalb stellen wir uns gegen den neuerlichen Lockdown.